Gut, brechen wir auf. Also ich werde mal gucken, dass wir uns vielleicht hier irgendwo in dieser Gegend da niederlassen, weil da haben wir nicht weit zum Strandgut hier, beziehungsweise zur Bukanierbucht. Haben auch jetzt nicht so mega weit zur Pagode der unendlichen Lust. Gut, zur Rumpftrümmerbucht haben wir ein bisschen weiter, aber das ist nicht so wild. So. Los geht's. Ab ins Abenteuer. Boah. Meine Ausdauer schwindet. Das wird ein langer Weg. Bam, 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 bam. Weg ist sie. Also kraxeln brauchen wir nicht zu viel. Das würde nicht gut ausgehen. Lasst es euch schmecken, Hyänen. Ach, ihr wollt mitkommen? Ist ja nicht so, dass ich nicht mehr kämpfen kann. Ich bin zwar schnell außer Puste, aber euch kriege ich noch down. Das kann ich euch sagen, Freunde der Südsee. Ich mag schwer bepackt sein, aber... Tach. Meine aquilonische Axt schwingt noch wie eine Eins. Ach komm, lass mich doch in Ruhe. Ihr sterbt doch eh alle. Obwohl, warte mal, wenn wir schon mal dabei sind... Ist jetzt auch schon egal, wie viel wir zu viel dabei haben. Die Ausdauer schwindet wie nix. Das ist jetzt auch schon egal. So, ich glaube, ich halte mich mal hier so ein bisschen unten. Können wir da über das Wasser größtenteils gehen? Wenn wir jetzt hier so die Route machen, dass wir hier so... Und dann hier so durchschlagen. Keine Ahnung, ob das eine gute Route ist. Aber die gute Route ist... Ja, wird schon. Wird schon werden. Das wird schon. Untergehen können wir nicht mit unseren Schätzen. Das ist auch gut. Ich meine, wir sind echt gut bepackt. Also eigentlich bräuchten wir... Also ich meine, wir haben hier haufenweise Werkbänke. Eigentlich ist das ziemlich unrealistisch. Was wir jetzt... Wie krass sind wir eigentlich? 118? So extrem sind wir gar nicht überladen. Ich hatte es mir extremer. Ich hatte jetzt eher so auf 200 getippt. Aber das geht ja eigentlich noch. Das ist ja eigentlich noch voll in Ordnung. Ich hatte mir das echt schlimmer vorgestellt. So, wenn ich da ein paar Sachen rauswerfen würde, dann wären wir sogar fast normal unterwegs. Oder auch nicht, aber so schlimm ist es echt gar nicht. Weil man dazu sagen muss, auf unserem Server gehört einiges dazu, überladen zu sein. Oh, die sind ein bisschen stärker. Ich habe ja bislang noch kaum Erfahrung mit Dschungeltierchen. Muss ich dazu sagen. Aber das nehme ich mal gerne mit. Was Luigi droppt. Was? Ich habe eine Lebensmittelvergiftung? Ach, ich habe versehentlich was gefuttert, ne? Ich habe versehentlich vom verdorbenen Fleisch genascht. Das kommt vor. Macht aber jetzt nicht wirklich was aus.
Nee, du, jetzt nicht. Also jetzt mal echt nicht. So, können wir hier so ein bisschen querfeld einlaufen? Also ich glaube, mit Kraxeln werden wir nicht viel reißen. Das heißt, wir müssen den Weg jetzt echt so normal. Das ist gar nicht so einfach. Im Dschungel, finde ich. Hier könnte man echt eine coole kleine Mini-Basis bauen, ne? Da ist mir zu weit weg. Von allem. Also ganz grundsätzlich muss ich sagen, freue ich mich auf den Dschungel. Da bin ich echt noch kaum unterwegs gewesen bislang. Das heißt, da ist sehr viel Neues für mich noch dabei. Darauf freue ich mich. Einfach auch mal was Neues zu sehen. Müsste man schon neben dem Obelisken bauen. Ja, direkt daneben will ich auch nicht, aber in die Nähe irgendwie. Mal gucken. Also wie gesagt, so in Richtung Strand hätte ich mir gedacht, da irgendwo... Da irgendwo wäre angedacht. Ich muss auch mal gucken, was so an Ressourcen verfügbar ist, wie weit wir überall hin haben und so. Xaltas Kreuzung. Eine schöne Kreuzung. Muss ich einfach mal an den guten Xalta ein bisschen Respekt aussprechen. Oh, warte mal, pass mal auf. Nehmen wir gleich nochmal ein bisschen... Wir werden ja wieder umskillen dann. Reicht eigentlich auch schon wieder. Aber man kann nie genug Gelb-Lotus haben. So. Ich weiß nicht, wie gefährlich der Weg ist, den wir jetzt gehen. Wahrscheinlich saugefährlich, weil es der direkte Weg ist. Ist auf jeden Fall schön, dass es hier Hasen gibt. Auf der kleinen Insel da. Auf der... Wie gesagt, schauen wir mal, wie es ressourcentechnisch dort aussieht. Hey, da ist so eine Platte. Kann man die lesen? Oh, warte mal. Aua! Geht nicht nach Osten. Das ist jetzt blöd, weil da wollte ich eigentlich hin. Der Weg zum Obelisken ist eher umständlich vom Fluss aus. Ja gut, zum Obelisken muss... Ach so. Also von hier aus ist er eher umständlich. Ja, müssen wir mal gucken. Schauen wir mal. Ich schaue mich einfach mal um. Ich war da noch nie. Erstmal muss ich sowieso den Obelisken holen. Ich denke mal, irgendwann werden die Gorillas kommen, oder? Ja, die sollten jetzt auch kein Problem darstellen. Das ist echt schlimm.
Ja. Da kannst du gegenhauen. Tor des Mondes. Entdeckt. Wunderbar. Gut, dass ich da auch mal war. Du bist jetzt... daneben. Und so. Puh. Eine Kiste hätte ich noch bauen können. Habe ich wenigstens ein bisschen geformtes Holz? Ja. Ach, weißt du was? Dann baue ich doch gleich noch eine Kiste. Dann haben wir die auch schon mal. Oh, es wird Nacht. Wie toll. Es reicht ums Arschlecken nicht, ne? So. Straße der Sonne. Bruder. Ich sehe gerade so viel. Ich weiß nicht mal, wogegen ich gerade gelaufen bin. Oh, oh. Gorilla. Fackel? Ja, Fackel. Ich und Fackeln. Derjenige, der in seinem ganzen Leben noch keine Fackel benutzt hat. Außer einmal, glaube ich. So, wir sind gleich da. Destination. Obelisk. Der ist da oben irgendwo, glaube ich, oder? Müssen wir doch ein bisschen kraxeln. Mal gucken, ob wir da hochkommen. Das wird schön. Ich glaube, hier komme ich nicht hoch, aber hier könnte ich eventuell... Ah, da habe ich schon am Anfang den Fehler gemacht. So komme ich nicht hoch. Warte, nochmal. Diesmal schaffe ich es. Nee, so nicht. Komm schon, Junge. Du schaffst das. Nein! Okay. Ich nehme den anderen Weg. Nein, kein At Death. Wir sterben nicht. Gehe ich halt hier hoch. Rüstung ins Inf. Ich glaube, das bringt jetzt nicht so viel. Bin mir nicht sicher, ob das so viel bringt. Aber schauen wir mal. Vielleicht kommen wir ja auch so hin, ohne Klettern. Ich glaube, wir schaffen das auch so. Geht ja hier so schön. Ist auch. Das Spiel will uns doch einfach nur dazu bringen, mehr zu erkunden. Und mehr von den wunderschönen Landschaften zu sehen. Da oben ist der Obelisk, oder? Ist er das? Ja, da ist er. Ist ja gut. Oh, hi. So, deinen Kollegen habe ich schon gekillt. Und du willst nicht... Du willst doch nicht sterben, oder? Komm. Sei doch nicht blöd. Sei doch nicht blöd, mein Freund. So, Obelisk ist gefunden. Das ist doch schon mal prima. Das Gröbste ist geschafft. Wir haben den Obelisken. Jetzt müssen wir nur schauen. Erstmal, was ist denn hier? Ruine. Dagons Auge.
Also hier ist schon mal Eisen, das wäre geil. Der Baum ist auch nice. Der wäre natürlich cool zum Bebauen, ne? Der Baum. Dieses Bäumchen hier wäre natürlich sehr cool zu bebauen. Andererseits haben wir da halt kaum Nähe zum Wasser und zu eventuellen Fischfallen, weil hier gibt es halt, soweit ich das jetzt gesehen habe, keine Kohle. Aber der Weg vom Wasser ist nicht so gut. Ich meine, andererseits wäre es natürlich egal, ne? Weil wir könnten uns ja rein theoretisch ständig hin und her porten. Aber zum Fluss runter ist echt ein weiter Weg. Da geht's echt weit runter. Da brauchen wir dann auf jeden Fall irgendwie einen Aufzug, ja? Weil ich mich frage, ob der Aufzug so weit runter geht. Das ist schon extrem weit. Ich will jetzt nicht sterben. Also ich bin gerade am überlegen, ob wir nicht tatsächlich so eine Art Baumhausfestung bauen. Und zwar auf diesem Baumstumpf hier. Andererseits, da ist halt Eisen dran, ne? Das würde dann verschwinden. Was auch nicht ganz so cool ist. Brunnen bauen? Ja, um den Brunnen geht's nicht. Es geht eher darum, dass wir mit Fisch versorgt werden, Offi. Aber wenn wir so nahe am Dings sind, am Obelisken, dann ist das ja rein theoretisch egal. Oh, hi. Ihr auch da? Ich teste jetzt mal den Aufzug im Singleplayer, das ist eine gute Idee. So. Das ist jetzt eine gute Frage. Wo bauen wir den hin? Hier bin ich, Jasmin. Dagons Auge. Ich meine, gut, wir brauchen nicht unbedingt Zugang zum Wasser. Das muss gar nicht unbedingt sein. Andererseits, wenn ich hier meine Basis baue, dann kommt halt jeder angeschissen, der sich irgendwie hierher porten möchte. Oder wegporten möchte wieder. Und wo bauen wir bei diesem Baum den Gartenraum hin? Der müsste dann irgendwo ganz oben sein. Notfalls eine Wendeltreppe, ja. Ich glaube, ich wag's. Ich glaube, ich wage es einfach. Ich wage es einfach, hier eine Basis zu bauen. Auf diesem Baum. Man wagt zu wenig heutzutage.
Und vielleicht sollten wir einfach auch mal ein bisschen was wagen. Vielleicht wagen wir heute einfach mal ein bisschen was. Vielleicht sind wir einfach mal ein bisschen wagemutig. Weil ich natürlich dann darauf achten möchte, dass wir die natürliche Schönheit des Baumes zumindest so ein bisschen erhalten. Das heißt, viele einzelne kleine Räumchen verteilt auf dem Baum. Ich finde, das hört sich nach einer Idee an. Das gefällt mir. Die Idee gefällt mir. So machen wir das. Stellt sich nur die Frage, ob das mit der kitanischen Architektur so wirklich vereinbar ist. Das müssen wir testen. So, jetzt schmeiße ich aber erstmal das ganze Zeug hier rein, damit das einfach schon mal weg ist. Und wir nicht mehr ganz so krass überladen sind. Ich habe auch echt jeden Scheiß mitgenommen, ne? Knochen. Ich habe auch nicht mehr drauf geachtet irgendwie, ob das dann alles so passt. So, aber sonst ist hier alles da, das ist das Gute. Ansonsten kann man hier auch, glaube ich, vielleicht eine Treppe runter basteln oder so. Ha, cool, jetzt passt wieder alles. Super. Auf die Basis habe ich Bock. Muss ich jetzt sagen. Auf die Basis habe ich echt Bock. Weil man hier dann auch so cool rauflaufen kann. Ich brauche Treppen. Mach mal 10 Treppen. Gut, hier müssen wir schon ein bisschen, ne? Ach schön, hier geht's mal wieder nicht. Muss ja dieser böse Stein erstmal weg. Ne, da geht gar nichts. Das ist halt weg. Hoppla. Mal so, erstmal ganz grob mal. Ungefähr. Dass wir ungefähr wissen, wohin die Reise geht. So, machen wir hier. Zack. Das könnte echt cool werden. Das könnte echt cool werden. Ich warte jetzt mal kurz auf den Tag.
Fackel. Ja, aber ich will es trotzdem gern warten. Ist ja eh gleich vorbei. Da lohnt sich eine Fackel nicht. Finde ich, weil das sind 20, 30 Sekunden. Da bin ich zu geizig für. Für eine Fackel. Aufzug bis nächstes unteres Level geht. Sehr geil. Das ist gut. Mal nur gucken, wie wir hier dann eine... Aber auch das geht. Da machen wir dann vielleicht irgendwie mit Decken oder was. Das sieht gut aus. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Doch, ich stelle mir das gerade vor, wie das aussieht zum Schluss. Das könnte cool werden, wenn ich es hinbekomme. Mhm.